Macht Spaß, macht wirklich Spaß. Es ist mega wenige Beschleunigung. Leistung ist wirklich beeindruckend. Danke dafür. Ich mache eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, bin momentan auch im dritten Lehrjahr und bin hier mit am EK-Projekt dabei. Ich bin sehr stolz auf das Endprodukt, dass es jetzt am Ende alles funktioniert hat. Jedoch ist es auch ein riesiges Privileg für mich, dass ich bei dem Projekt an sich dabei sein durfte. Audi E-Kart ist ein elektrisches Kart, welches wir mit Audi-Bauteilen aufgebaut haben. Meine Aufgaben sind relativ umfangreich, vom Einkauf über den Zusammenbau bis hin zur Elektrifizierung. Am meisten Spaß macht mir das Zusammenarbeiten mit meinen Kollegen. Wir haben sehr viel Freiraum, aber natürlich auch dementsprechend viel Verantwortung, weil natürlich alles, was wir machen, auch passen muss. Das Hauptprojekt läuft natürlich über die Ausbildung. Wir unterstützen hier mit unseren Technikern und unseren Ingenieuren die Azubis, damit sie ihre Aufgaben einfach vervollständigen können. Für die Auszubildenden ist es sehr interessant, was Neues zu lernen, aber nicht nur für die Auszubildenden, auch für uns. Man lernt ständig was Neues dazu, weil es ein komplett anderes Thema ist. Das Besondere ist natürlich E-Mobilität, das ist ganz wichtig für die Zukunft. Auch, dass man die Auszubildenden frühzeitig an das Thema ranführt. Wir verwenden hier im E-Kart das Zellmodul vom Audi e-tron. Und als weitere wichtige Komponente nehmen wir den Startergenerator vom A6 Multibrid. Und diese beiden Komponenten geben wir ein zweites Leben, einen zweiten Einsatz. Das zeigt natürlich auch die Dauerhaltbarkeit der Teile. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, einfach weiterzudenken, an die Umwelt zu denken und für Ressourcen einen Wiederverwendungszweck zu finden. Besonders stolz bin ich auf das Endprodukt von dem E-Kart. Zu sehen, dass es am Ende fährt, ist für mich die Bestätigung, dass halt einfach alles geklappt hat. Hallo zusammen, mein Name ist Rahel Frey, ich bin Schweizer Rennfahrerin. Heute darf ich zu Besuch sein hier auf dem Audi Driving Experience Gelände. Ich darf eine spezielle Testfahrt absolvieren. Was darf ich denn testen? Das ist das neue E-Kart von den Audi Azubis gebaut. Wir haben pro Antrieb rund 60 Newtonmeter. Das heißt, wir sind dann schlussendlich bei einem Drehmoment von 700 Newtonmeter. Das ist eine Menge. Wir haben eine Beschleunigung in Fahrtrichtung von rund 1,6 G. Eine seitliche Beschleunigung von sogar 2,8 G. Das soweit zu den technischen Daten. Jetzt heißt es unbedingt, lasst mich das Ding bitte ausprobieren. Und jetzt bist du dran.